Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Ark Survival Evolved. Die Feiertage sind vorbei und wir müssen die Aufräumarbeiten beginnen. Denn, nach dem Fest ist vorm Fest quasi. Und hier im Spiel gilt das genauso. Die Viecher müssen wieder neu verpflegt werden. Ich war jetzt mehrere Tage nicht hier. Und da musste ich direkt mal die Viecher hier versorgen. Habe ich auch schon ein bisschen gemacht. Grundversorgung steht. Die Pflanze ist weg. Mein Garten ist eingegangen hier. Frechheit. Guck mal. Ach, jetzt bin ich natürlich auch blöd mit Laufen. Und der ewige Schneemist, diese Blenderei, geht mir volle Möhre auf den Keks. Seht ihr das hier? Also ich bin froh, wenn das jetzt endlich mal langsam weg ist. Ja, wie gesagt, hier mein Garten ist eingegangen. Da müssen wir alles nachpflanzen. Der Kühlschrank ist leer. Leer ist er nicht, aber ziemlich vieles vergammelt. Habe ich schon rausgeholt. Hier 36 Point Meat und jetzt müssen wir mal hier ein bisschen aufräumen. Den Stall wollte ich umbauen. Jede Menge gibt es zu tun. Ne? Damit die nicht immer auf dem Boden ihre Eier legen, dann sieht man überhaupt nicht. Und ich will Eier haben. Wir brauchen Eier. Für den Oviraptor, den brauchen wir. Damit die Viecher hier gezielt mehr Eier legen. Und nicht da nur hinkacken. Und Strom brauchen wir. Denn ich bin hier den doofen Kühlschrank satt. Ich will lieber einen richtigen Kühlschrank haben. Ja, jetzt weiß ich zwar gar nicht, wo man anfangen soll. Als allererstes werde ich wieder ein bisschen Kacker produzieren hier. Gehen wir her. Damit wir die Kästen hier wieder füllen können. So, und jetzt müssen wir erstmal hier das ein bisschen sortieren. So, Nummer 1, Nummer 2. Das reicht natürlich nicht. Super. So, 1, 2, 3, 4. 4 Stück haben wir. Und hier sind, glaube ich, auch schon 3 drin. Könnten wir sogar auffüllen. Machen wir jetzt. Hab 100. Dann brauchen wir nur noch 3. Alles ziemlich einfach, wisst ihr ja, wie es geht, ne? Hätte ich schon ein paar Beeren holen. Gehen wir hin. Das will wieder einen Kackhaufen, aber es geht die Produktion richtig los. Zack, passt Stimberries rein und Remote Control. Und jetzt geht los. Böp. 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 3 übereinander. Gut, die hat einen Schneemann aus Kacke gebaut. Shit, kann man nicht bewegen. Sind sie jetzt umgefallen? Ne, liegen tatsächlich noch da. Komm mit. Kannst du ein paar Meter gehen? Kann sie. Halt. Ist gut. Guck dich den an. Ein Kackerschneemann. Ist der nicht schön? Den müssen wir nur noch einen Hut aufsetzen. Ho, ho, ho. Lol, oder? Hier, yep. Schön. Man kann auch scheiße auch stapeln. Okay. Wir werden Mist. 1, 2, 3. Wunderbar. Ja, jetzt machen wir nur ein bisschen die Kisten voll und dann bauen wir endlich mal einen vernünftigen Kühlschrank. Wenn ich den denn bauen kann, aber mittlerweile müsste ich, glaube ich, genug davon haben. Einen Kackehaufen brauchen wir noch. Hier hat schon irgendwer wieder gebläht gerade. Ach, da. Auf Kackmaschinen ist Verlass. Die drückt immer fleißig ab. So, wunderbar. Das haben wir. Was brauchen wir denn jetzt für einen Kühlschrank? Denn einen Generator, den habe ich schon hergestellt. Der liegt schon da drin. Ne? Jetzt brauchen wir nur noch, müssen wir mal gucken, der Fridge. Was kostet denn der Fridge? Der Friege. Free haben wir noch gar nicht. Den musste ich erstmal erfinden hier. Da ist er. Genau. Den habe ich schon gelernt. Was? Verstehe ich nicht. Ach so, Reh. Rehfriege. Wo ist er denn? Bei Construct Electronics? Nee. Hä? Da ist er.
Was brauchen wir denn? 120 Metall, 15 Polymere. Die muss ich herstellen. Kristalle habe ich, müsste ich genug. Ne, habe ich nicht genug. Oh, ich dachte, da hätte ich schon genug. Aber das ist kein Problem. Tauchen wir mal runter. Dann besorgen wir mal das ganze Zeug hier. Ein bisschen Öl muss ich herstellen, aber das ist ja kein Problem. Spark haben wir hier. Okay, dann gucken wir mal. Die Komponenten. Polymere brauchen wir. Wir brauchen Obsidian. Obsidian, da müssen wir tatsächlich auf den Berg fliegen. So ein Mist. Das freut mich. Oder vielleicht auch nicht. Ja, was soll's. Da müssen wir mit anfangen, denn ich brauche einen Kühlschrank, so geht das nicht weiter. Nervt mich. Hat hier immer alles vergammelt. 15 Stück. Da brauchen wir 30 Obsidian quasi. Ne? Ich brauche mindestens noch 12. Jetzt gucken wir mal. Komponenten. Ja, 30 Obsidian wären nicht schlecht. Zementitpaste habe ich hier noch. Zementingpaste. Zementitpaste. Ein üblicher Sprachfehler. Ja, da fliegen wir halt mal gerade rüber zum Berg. Nützt alle nix. Oh, Kristalle. Ne, da gehen wir lieber zum Hai. Erstmal. Oh. Landung. Ich habe noch viel zu viel Holz dabei. Ja, das habe ich alles gerade geholt. Und ja, Aufräumarbeiten sind nie lustig. Die nächsten Tage, ich schätze mal, ich weiß nicht, morgen werde ich dann wieder richtig loslegen. Und zwar will ich dann, endlich meinen Quetzal zähmen. Wenn es denn einen ziemlich niedrigen gibt. Und mehr, die Narkos werde ich auch direkt verarbeiten, bevor sie vergammeln. Denn wir haben ja genug vom verfaulten Fleisch über. Ja, hier habe ich auch ein bisschen was zu essen hier mal. Hep, rein damit. Was sind hier für eine Unordnung? Steine raus, werde ich mal sortieren in der Zeit, wo... Ja, ne, und so sieht's halt aus. Drogen, bauen wir ein paar Drogen, brauchen wir immer. Oh, hep. Hier, sortieren. So, hep. Ja, die nehme ich jetzt nicht mit, Kumpel. Den einen Stein nehme ich mit, das kann ich machen. Hep. Hep. So, umsortiert. Das wäre das. Da hauen wir mal schnell Holz hier rein. Das geht gar nicht. So viel Holz, wie ich dabei habe. Also Holz ist nachher wirklich überhaupt kein Problem. Und die ganzen Farben kann ich raushauen. Gehören die denn hier rein? Nein, die gehören ja gar nicht hier rein. Die gehören hinten in den Farbschrank. Werden wir auch jetzt sortieren. Weg, raus die Farben. Ja, alles ein bisschen sortieren, fummeln und so weiter. Nützt ja alle nix. Hep, hep, hep. So. Habe ich jetzt wieder Platz, mein Inventar? Nö. Idiot, hab's jetzt alle rausgeholt. Meine Fresse. Da sind sie doch. Zack, rein, rein, rein. Passt das alle? Sieht gut aus. Wenn das noch alle passen würde. Ja, so ist gut. So, und dann fliegen wir mal zum Hai und gucken mal, ob die Bohrinsel noch steht oder ob die schon verglüht ist. Was zu futtern habe ich auch dabei. Nee, ich nehme mal lieber ein bisschen was mit. Hier müsste ich ein paar hergestellt haben, wisst ihr. Die Hälfte schmeißen wir in den Kühlschrank. Happy. Damit hier. Blub, blub. Das reicht locker. Ach, wir schmeißen alle in den Kühlschrank. Braucht gar keine. Zack, los geht's. Dann fliegen wir mal flott rüber und sammeln ein. Ja, das wird die absolute Krönung, der Abschluss des Jahres, die Quetzeljagd. Ja, das wird der Hammer. Das, wie gesagt, das will ich solo machen, für diejenigen, die noch nicht wissen. Und das mache ich auch solo. Ich schätze, doch morgen werde ich das machen. In der morgigen Folge geht es dann los.
Ja, das gibt ein Krimi. Da bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe. Wie ich das machen will, solo, will ich noch nicht verraten. Viele haben schon Mutmaßungen getroffen und gesagt, ja, der Helm, der macht bestimmt den Skorpion drunter und so. Nein, mache ich nicht. Also ich werde richtig den beballern mit Betäubungspfeile, mit Betäubungsdarts. Aber wie das jetzt vonstatten gehen soll, das verrate ich jetzt noch nicht. Denn das ist ja ein Problem, ne? Der Quetzel fliegt ja weiter. Oh, jetzt können das die Bohrinseln gucken. Ist hier noch alles in Ordnung? Der Hai ist noch da. Raft sieht in Ordnung aus. Hep. Nein, nein, du Blödmann. Du sollst. Was ist denn jetzt? Das kann ich hier schon haben. Der nicht macht, was ich will. Wo ist der Blödmann hin? Da oben. Woher du? Ja, toll, ne? Ah, schnell genug muss man sein. Was? Du bleib mal hier stehen. Den Hai, den müssen wir erstmal sagen, dass er dem Boot nicht mehr folgen soll. Das haben wir gleich ein Problem. Und wen hat der denn geschossen? So, jetzt müssen wir den Hai schnell mal sagen, der soll nicht mehr folgen. Okay. Hep. Ab. So, und runter geht's. Soll ich erstmal gucken, ob hier irgendwas im Weg ist? Irgendwelche. Hier sind ein paar Tierchen. Was bist du denn? Kann ich gar nicht fressen oder was? Komm her. Na also, Anglerfisch geangelt. Komm her, nächste. Fress ihn auf. Ach, da gibt auch noch dieses Anglergel. Oh ja, das ist toll. Hat bestimmt eine schöne Farbe. Ham. Ham. So, jetzt schnell nochmal auftauchen. Sauge ich nämlich gleich. Okay, das passt. So, jetzt sind wir mal gespannt. Das ist immer wieder ein Abenteuer, hier gerade runter zu gehen. Wisst ihr bestimmt selber. Wenn nämlich nicht schön gerade runter geht, dann könnte es das letzte Mal runtergegangen sein. Ich sehe die Blubberblasen nicht gerade. Hier sind sie nicht. Da sind sie ja, da sind sie ja. Hep, 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 rein, rein, rein. Hep. Wunderbar. So, bleib schön brav. Schwimm ja nicht raus aus der Höhle. So, Perlen sammeln. Easy. Und die ganzen Kristalle brauchte ich, ne? Dann brauche ich die nachher nicht vom Berg zu transportieren. Pilze sammeln. Ich brauche keine Pilze. Hep. Das Öl ist irgendwie, haben sie irgendwie. Seit wann ist das so? Das weiß ich nicht. Also früher war das Öl in den Höhlen. Genauso ergiebig wie eine Oberfläche, aber hier ist es im Moment nur purer Mist. Zweimal draufgehauen ist alles weg. Ja, Kristalle sammeln ist easy. So. Haben wir alles. Zack, zack. Der hier noch. Steine schmeiße ich gleich über Bord. Das Ding im Eimer, ja, ne? So. Immer ein bisschen Angst in der Höhle. Dass
der Hai doch angegriffen wird. Ich hatte in der letzten Folge, letzte Mal, wie ich hier in der Höhle unterwegs war, hatte ich gesagt, den auf Folgen machen, aber mach den doch nicht auf Folgen. Ist doch ein bisschen sehr gefährlich, wenn man den auf Folgen hat, dass er nachher doch noch aus dem Wasser backt. Da habe ich keinen Bock drauf. Und ihr sehr wahrscheinlich auch nicht. Das könnte ein bisschen blöd sein, wenn der Hai hier aus dem Wasser springt. So. Hep. Höhle ausgebeutet. So. Das war's auch. Raus hier und ab nach oben. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Und jetzt ab nach oben. Go, 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 mein Freund. Ja, das klappt wunderbar. Da ist auch unser Boot. Ist nicht exakt oben drüber. Seht ihr, ist etwas schräg, aber das macht nichts. Ja, so Leute, heute ist er doch schon wieder vorbei. War nur ein bisschen Aufräumarbeiten, war nichts Besonderes, ich weiß. Aber morgen geht es dafür richtig los. Und was muttert Mut, wir müssen ja auch mal aufräumen. Hep, nicht vergessen, ne? Hai folgen lassen. No, damit er nicht abhaut. Was ist nur los? Der blöde Vogel. Der folgt mir auch schon. Wo bist du? Nein, du Idiot sollst nicht dem Boot folgen. Oh, das ging sogar. Das ging nicht immer, der Shit. Ja, okay, Leute. Folge ist rum. Tut mir leid, heute war nichts Besonderes. Nur ein paar Aufräumarbeiten. Morgen seht ihr dann die Quetzeljagd. Hoffe ich doch. Einzige, was daran noch Voraussetzung ist, dass ich den richtigen Quetzel finde in der richtigen Größe. Ich will euch nur nicht noch zumuten, wie ich jetzt noch zum Berg fliege und Obsidian sammle. Ah, das ist ein bisschen langweilig sonst. Aufräumarbeiten müssen sein, nützt ja nichts. Aber morgen legen wir dann wieder richtig los mit der guten Quetzeljagd. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Habe die Erde. Tschüss.